Sowohl der konventionelle Dachaufbau wie auch der Umkehrdachaufbau haben natürlich ihre Berechtigung. Ein gewisser Trend ist zu erkennen, dass die Umkehrdächer vielleicht etwas wieder vermehrt gemacht werden. Ich führe diese Situation allerdings darauf zurück, dass die Planer sich nicht ausreichend Zeit nehmen und Gedanken dazu machen, wie man beispielsweise eine Gefällesituation lösen kann. Und wenn ich aus welchen Gründen auch immer gefällelos abdichten möchte, dann bietet sich das Umkehrdach an dieser Stelle an. Die Abdichtung ist sehr hochwertig durch die Verklebung auf dem Untergrund, auf dem massiven Untergrund und dann auch zusätzlich geschützt durch die Wärmedämmung obendrauf. Ich habe aber üblicherweise beim Umkehrdach den Nachteil, dass es eben gefällelos ist. Ich persönlich bevorzuge Dachkonstruktionen mit Gefälle und dann bietet es sich eben an, das Gefälle mit der Wärmedämmung herzustellen und dann wird die Abdichtung obendrauf eingebaut. Wenn die Unterkonstruktion bereits ein Gefälle von 2% aufweist, ist es Philosophie-Sache, Sache des Verarbeiters, des Planers, ob es als Umkehrdach ausgeführt wird oder als konventionelle Abdichtung. Wenn ich ein Umkehrdach ausführen möchte und Gefälle haben möchte, besteht die Schwierigkeit, da wir meistens über massive Deckenkonstruktionen reden, dass die Betonbauer nicht gerne Decken mit Gefälle betonieren. Da ist also immer eine große Verweigerungshaltung da. Der Statiker hat manchmal auch ein bisschen Vorbehalte, um den Stahl an die richtige Stelle legen zu können. Und dann wird der Aufwand sehr groß an dieser Stelle.